Meine lieben Leute, meine lieben Wildlife-Park-Freunde, seid mal ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Ich gehe mal direkt auf Play. Ich habe jetzt eine kleine Pause gemacht, was heißt, ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen orientieren. Allerdings, ich sehe, wir haben nur noch 1200 Miese auf der Uhr. Das ist eine gute Sache. Was ist mit dir? Mir geht's prima, ja? Finde ich gut. Mal ganz kurz hier auf unsere Auftragsliste gucken. So, okay, die Pflanzen, Frieden. Wir müssen 1500, gut, da sind wir noch weit von entfernt. Hiervon sind wir auch noch weit entfernt. Gnus, wir haben keine Gnus, wir haben 8 Zebras, das haben wir schon mal. Wir haben 3 von 15 Bisons, Gazellen. Gazellen? Okay, die poppen aber, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aktuell ganz gut. Insofern, so, jetzt müssen wir ganz kurz schauen. Okay, die wollen Bäume. Irgendwer sagte, dass man hier auch eine Straße anbinden muss, sonst kaufen die nicht. Allerdings, ja, wenn ich jetzt eine Straße baue, dann... Wir machen es trotzdem mal. Moment, das mache ich mal wieder aus. Zim. So, pass mal auf. Zim. 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 Ach, ich kann nicht bauen, weil ich... Doch, jetzt kann ich bauen aktuell. Warum hat er den nicht gebaut? Okay. Sieht auf jeden Fall erstmal gut aus. So, du kannst die Landschaft wieder umgestalten. Cool. Okay. Ja, das sieht aber nach einem Weg aus. Ich meine, es ist ein bisschen rudimentär, gestehe ich zu. Ist ein bisschen blass, aber den Leuten scheint es egal zu sein. Insofern, ne? Ganz kurz mal gucken. Gut, da läuft noch kein Gewinn. Da auch noch nicht. Aber der Opa kommt jetzt und kauft sich jetzt... Komm, zieh dir eine Wurst, Alter. Zieh dir eine Wurst. Er zieht sich ein Getränk. Okay, aber er hat den Verlust gerade geschmälert. Das ist eine coole Nummer. Ja, Oppi, ne, wenn du das jetzt so ordentlich entsorgen tust, dann bin ich total zufrieden mit dir. Ja, das schaut gut aus. Perfetto. Super. Ich bin sehr stolz auf dich. So, pass mal, wir müssen mal ganz kurz mal gucken. Okay, jetzt haben wir die Wege gebaut. Das heißt natürlich jetzt wieder ein bisschen weniger Geld, ne? Jetzt mal ganz kurz schauen, was kann ich denn hier sonst noch so machen? Aha. Gut, das haben wir gebaut. Das, Aquarium haben wir auch. Können wir im theoretischen Fahrgeschäft? Ne, das können wir noch nicht. Guti! Ja. Okay, der Gärtner gießt den Baum brav, das ist cool. Und die Zebras wollen... Okay, pass mal auf, wir müssen leider echt in Savannengras investieren, Freunde. Das geht nicht anders. Ist das Savannengras oder ist das Sand? Das ist Sand, das ist Savannengras. Flumm, ja, damit der wieder besser drauf ist. Flumm, hier, da. Ja, gut. Also dann müsste das Symbol normalerweise auch verschwinden. So, pass mal auf, hier kommt auch ein Kleckser drauf. Ne? Das ist natürlich dann immer so eine Kohlesache, ne? Hier kommt auch ein Kleckser drauf. Zim, zam, zom. Hier kommt auch ein Kleckser drauf. Zuckdiwuckdi. Komm. Ja, so ist das prima. Alright. So, jetzt sollten die Baumsymbole an für sich verschwinden. Ne? Und der GDR braucht noch. Ich glaube, das müsste jetzt erstmal soweit reichen, oder? So. Gut, die Bäume wollen es allgemein mehr, aber aktuell, ich darf keine Pflanzen kaufen. Man hat uns wieder, ne, Kohle gekostet. Das ist immer das Problem, liebe Leute. Ne? Wenn wir halt ein bisschen Savannengras, was wir ja letztendlich auch brauchen. Aber dann, wie soll ich sagen, was sagt ihr uns an unserer Preispolitik? Ganz kurz mal schauen. Pardon. 20 Pfeifen ist angemessen. Gut, aus der Nummer. Oh, da ist auch noch ein Baum. Der muss auch noch ein bisschen Savannengras kriegen. Das lässt sich leider nicht ändern. Moment hier. Savannengras, Flumdiwumdi. So, genau, dann ist sie auch wieder fit. Das ist super, ne? Ja, sind die Baumsymbole alle wieder weg, ne? Das heißt, ne? Gut, da hinten noch nicht, weil, ne? Vielleicht hat sich zu denen noch nicht rumgesprochen. Ich weiß es nicht, ne? Allerdings, ne? Die anderen sind wieder alle auf dem grünen Bereich, ne? Beziehungsweise, Mutchen, sag mal was. Mehr Pflanzen. Gut, jetzt geht's wieder. So. Gazellen hat Nachwuchs bekommen. Das ist doch mal super. Was ist dir zu groß, zu klein? Was ist dein Problem? Ich würde mich gerne mal was kratzen. Ich will meine Milch. Alright. Okay, wie können wir noch mehr Kohle machen, Freunde? Wie können wir noch mehr Kohle machen? Wir können theoretisch, so, pass mal auf, das verbimmeln wir mal. Flupp, das verbimmeln wir auch. Oh, habt ihr gesehen, der hat noch Pipi gemacht? Entschuldigung, ich wollte dir, das tut mir leid. Den verbimmeln wir auch und dafür setzen wir jetzt nochmal, ich habe dem echt beim Pipi machen gestört, das ist ja schrecklich, das tut mir leid, das wollte ich ehrlich gesagt nicht. So, hier, zim, zam, zom, wuppdi, ne?
Das ist... Aber die sind da echt am Pinkeln. Das ist ja einmal... Haben wir mal wieder was gelernt, ne? Zebrastute ist schwanger. Super! Mhm. So, wie läuft das Geschäft hier? Brummts! Okay. Ja, macht Gewinn. Macht auch Gewinn. Macht auch Gewinn. Wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, Freunde, ne? Das könnten wir tierisch noch... Ich glaube, Pflanzen darf ich noch nicht kaufen, ne? Darf ich Pflanzen kaufen? Ich glaube nicht, ne? Ne, Pflanzen darf ich leider noch nicht kaufen, ne? Das ist tragisch, ne? Aber ist nun mal so, ne? Mhm. Mädchen, geht's dir gut? Mir geht's prima, super. Ist das noch alles hier im grünen Bereich? Angemessen, ja, angemessen. Okay. So, pass mal auf. So, hier wollten wir allerdings auch mal ein großes Klohäuschen hinsetzen. Das heißt, verbimmeln. Verbimmeln, passt das dahin? Nein, das passt da nicht hin. Das passt da nicht hin. Okay, da müssen wir ein bisschen umstrukturieren. Das ist, glaube ich, vernünftig. Zim, verbimmel ich dich noch. Verbimmel ich dich noch. Und reicht das jetzt? Moment, guck mal. Flup. Wieso passt das nicht? Das muss doch irgendwie passen. Da geht's. Super. Perfetto. Und updaten brauchen wir das, glaube ich, noch nicht, weil da ist noch nicht viel, was abzudaten ist. Okay. Righty. So, dann. Gut, das ist immer noch benutzt, ne? Was kostet das? Das kostet Gewinn 9. Okay, dann verkaufen wir da auch mal eine. So, bitte sehr. Wir haben jetzt hier das Häuschen, ne? Vom Allerfeinsten, ne? Hier Klo-Service vom Allerfeinsten. Und ich glaube, einen Papierkorb müssen wir hier auf jeden Fall noch hinstellen. Wir können allerdings auch noch. Moment. Zip. Wir ballern hier nochmal. Gut, ballern wir hier nochmal hin. Zam, wum, dum, dum. Angebot, okay, so jetzt mal ganz kurz hier auf die Preispolitik. Zahle ich gerne, zahle ich gerne. Gut, dann machen wir mal hier auf alle übertragen. Bitte sehr. So. Und dann gibt es noch mehr Asche, hoffe ich zumindest mal. Ein Papierkorb, genau. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Papierkorb hinstellen. Zip, den ballern wir mal direkt hier hin. Ich sagte hier hin. Und komm hier an. Und das Toilettenhäuschen geht auch noch einer, ne? Damit das ein bisschen, wie soll ich sagen, ne? Dafür, warum ein bisschen abmeckern, Kollege? Neues Tier, ja, neues Tier, ne? Obwohl, wir sind jetzt auf 1079 runter. Das finde ich schon mal gut. Okay. So, vorne hier ist zwar kein Weg angeschlossen. Vielleicht machen die auch deswegen so wenig, aber ich kann aktuell einen Weg nicht... Kann ich einen Weg machen? Wir gucken mal ganz kurz hier. Reicht es? Ja, normal, da müsste eigentlich jeder durchkommen, ne? Gut. Dann strömt in unsere wunderbaren Häuser hier Vogelhaus, ist glaube ich auch schon abgedatet, ne? Ja, gibt's auch schon Zugvögel, ne? Also vom Allerfeinsten, ne? Und jetzt könnt ihr auch in das Aquarium, das heißt, wir werden jetzt noch mehr Geld machen. Coole Sache dann. Der Park ist ganz schön voll, muss ich sagen. Gut, vom Park Level 3 sind wir noch weit entfernt. Kann ich denn theoretisch Tiere kaufen? Jetzt mal ganz kurz gucken. Hier, wir brauchen noch ein paar. Zip 100. Ich will es mal ganz kurz da auf 0. Das ist ein Weibchen. Wir brauchen aber ein Männchen. We need a man. Man, 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 man. Wieso gibt es denn hier nur Kühe? Freunde, wollt ihr mich verarschen? Da, das ist ein wie so ein Mann. Der kostet 0. Das ist eine gute Sache, Kollege. Dich will ich haben. Hallo? Wieso kann ich den nicht kaufen? Ich kann doch keinen... Wir haben doch wieder Kohle auf der Uhr. Moment. Hä? Tiere konnten wir doch immer eigentlich kaufen, auch wenn wir ein bisschen in den Wiesen waren. So, Erdmännchen ist schwanger. Super, Freunde. Ne? Ich bin stolz auf euch. Ne? Allerdings sprach Frau Krings, nahm's und dann ging's. Sagte mein Oma immer, ne? Okay. So. So, ihr kauft hier mal schön, ne? Hier, ne? Ja, das ist der Weg zu Ende, aber da kannst du gleich was kaufen. Super Sache, das. Wie sieht es jetzt hier aus? Gewinn. Finde ich gut. Gewinn. Dö, dö, dö.
Erdmännchen. Ja, das kriegen die hin. 600 Miese. Wir machen aktuell echt cool Reibach, Freunde. Können wir denn noch weiter Reibach machen, Freunde? Wir könnten ja theoretisch hier noch einen Hotdog-Stand hinballern. Können wir ja eigentlich machen. Probieren wir mal. Dann Hotdog-Stand hier, fluppdiwuppdi. Hotdog und ein Eisstand. Flumm, so, dann müssen wir kurz hier rüber. Mal hier ganz kurz hier die Preise checken. Ja, wie sieht's aus? Zahle ich gerne. Pass mal auf, hier zum auf alle übertragen. Okay, das war der Eisstand. Jetzt machen wir das gleiche auch nochmal beim Fruchtschorle total billig. Das ändern wir. Fruchtschorle total billig. Dann gehen wir da mal auf 10 hoch. Gehen wir auf alle übertragen. Wuppdiwappdi. So, Fruchtschorle, jetzt ist ihm das zu teuer. Viel zu teuer sogar. Okay, Fruchtschorle. Dann gehen wir mal auf 8 runter. Zimdi Wimdi. So, nochmal ganz kurz hier vergleichen. Gerne. Ja, so. Perfekt. Super. So, das heißt, ne, hier jetzt wird es auch dann wahrscheinlich dann richtig Reibach geben. Da müssen wir noch Müller mal in den Chat. Unbedingt Mülleimer, Freunde. So, wuppdiwappdi, da einen hin und da einen hin. So langsam, ne, wir nähern uns. Jetzt sind wir wieder, und das hat wahrscheinlich den Monat gewechselt, sind wir wieder runtergerutscht. Aber prinzipiell, ne, coole Sache das, ey, die Leute. Ich bin begeistert. Es brummt und brummt und brummt. Und wir gehen mal hier ein paar Hotdogs kaufen. Freunde, ne, hier kaufen Sie Hotdogs, lecker Hotdogs. Und Eis und der ganze Scheiß und hier was mit dir, Mädchen. Mir geht's prima. Hier sind Zwillinge, ne? Mir geht's prima, super. Ganz kurz mal gucken, unser Dame, der muss aber da drin. Ja, der ist da auf jeden Fall im Rahmen drin. Das ist eine coole Sache. Aha. Boah, ist das voll hier. Gut, ich meine, Tiere haben wir jetzt nicht so wirklich im Angebot. Allerdings, ne? Cool gejumpert, Alter. Allerdings, da will jemand ein Eis, habe ich das richtig gesehen? Okay. Wir müssen mal ganz kurz schauen. Ja, wir können ja noch keine Tiere kaufen. Ne? Insofern, Erdmännchen haben Nachwuchs. Ich würde das ja gerne, aber es geht nicht, ne? Ne, es geht noch nicht. Wir können noch keine Tiere kaufen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Bison-Bullen, ne? Weil, ne? Wir wollen ja, ne, nicht so viel kaufen, sondern, ne, wir wollen die Tiere sich naturell weiterentwickeln, beziehungsweise fortpflanzen und überhaupt nicht sowieso. Und gut, 200 Mal, wir gehen aktuell stark auf die Pluszone zu. Liebe Leute, ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Freunde, wie geht's euch? Alles gut hier? Baby, wie sieht's aus? Mir geht's prima. Ach, das will ich doch gerne. Zeig dich mal, mein Schatz. So, Moment. Ach ja. Na, dir geht's gut? Mir geht's prima. Finde ich super. So, alrighty, right. Okay, hier könnten wir eigentlich auch theoretisch noch ein Angebot hinballern, ne? 12, wir sind echt auf einem guten Weg. Tiere, ich glaube, so, du kannst wieder Tiere kaufen. Okay, das heißt, als erstes holen wir uns jetzt hier den Bullen. Wo war der für 0? 0, aber das war auch ein Weibchen da. 100, wir hatten doch gerade einen für 0. Das ist aber auch eine Kuh. Im Nu eine Kuh, ne? Gut, dann gehen wir mal von oben. So, pass mal auf. Das ist ein Männchen, das finde ich gut. Das will ich haben. Ist zwar schon 18 Jahre, ist aber erstmal egal. Auf Lau dann Jau. Gibt es denn noch irgendwas auf Lau? Das ist eine Bison-Kuh, kaufen wir auch. Flummdiwummdi, bitte sehr. Wenn wir ein bisschen hier auffüllen, ne? Auf Lau dann Jau, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich meine, der arme Bulle, der ist schon 18, ne? Und jetzt kriegt er ja die ganzen Frauen serviert. Das ist aber umsonst. Und gut, das ist natürlich. Haben wir denn keinen Bullen umsonst mehr hier im Angebot? Der kostet einen Huni. Ist wie alt? Wie alt bist du, Kollege? Auch 18. Ey, wieso springt das immer? So, 0 ist aber auch ein Weibchen. Der kostet einen Huni, der ist 17 Jahre. Pass mal auf, nur Männchen, ich will nur Männchen. Das heißt, du bist 18, du bist 17, du bist 17, du bist 17. Hey! 17. Gab es noch einen für 100, für 17?
Der ist 10 Jahre, ist ein Männchen. Will ich haben. Kollegen, will ich haben. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier ein paar Bisons klar gemacht. Die sind natürlich, wie soll ich sagen, Gräser fressen. Okay, der Onkel kriegt das hoffentlich hin. Weil das sieht da ziemlich leer aus, Onkel. Kollege, du musst hier mal wieder auffüllen. Aber das Tor ist mit drin eigentlich, ehrlich gesagt. Wieso füllst du das nicht auf, Kollege? Moment, dann hauen wir uns mal ganz kurz hier nochmal ein Tor rein, damit er direkt da reinkommt. Flupp. So, komm jetzt. Ne? Mach das, Kollege, ja, bitte. Okay, er wollte nicht so weit laufen. Das ist einzusehen. Was? Es liegen wieder mehr. Boah, wir haben 1000 Pfeifen gewinnen. Geile Sache das. So, und der geht da jetzt rein. Das finde ich gut. Der füllt das dann auch. So, das Fressen hier ist ja auch noch voll. Super Sache das. Okay, er wollte nicht, wahrscheinlich, weil das wegtechnisch nicht angebunden ist. Das kann natürlich sein. So, pass mal auf. Ich denke mal, ihr werdet keinen Gewinn mehr machen. Ne? Genau. Das heißt, verbimmeln. Verbimmeln. So, verbimmeln wir das auch. Der macht noch ein bisschen Gewinn. Kleiner, holst du dir da was, oder? Ah, komm, verkaufen wir auch. Alrighty, right. Meine Leute, das sieht natürlich echt gut aus. Wir haben mittlerweile Gewinn. Das finde ich super. Und dann werden wir jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir hier nochmal ein paar neue Tiere. Was müssen wir haben? Das gucken wir in der nächsten Folge. Liebe Leute, ich sage es erstmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Und es läuft echt. Ne? Ich bin begeistert. Ne? Und wir sind, glaube ich, auf einem recht guten Weg. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Sagt euer Spielkind 45. Und geht dann mal wieder ins Zoo. Ne? Sagt er auch.